Hallo und willkommen bei cmpgrandpiano.com. Ich zeige euch heute ein paar Features unserer außergewöhnlichen App, nämlich der CMP Grand Piano für das iPad, für das iPhone oder auch für den iPod Touch. Ja, du benötigst eigentlich nur ein iPad, iPhone oder iPod Touch, natürlich besser ist es ein iPad und ein MIDI-fähiges Keyboard. Am besten natürlich ein 88 Tasten Master Keyboard mit Hammermechanik, also sehr klavierähnlich. Wir verwenden hier heute das Roland A88 und unsere iPad App, das CMP Grand Piano. So, los geht's. Als erstes nimmst du ein ganz normales iPad 1, 2, 3 oder 4 und startest einmal die App. Ich spiele mal mit unserer Grand Piano App ganz normal. Und diese App ist sofort spielbar. Du hast zwei außergewöhnliche Klangfarben drinnen, nämlich einmal ein Jazz-Piano. Zu erwähnen ist, dass diese CMP Grand Piano App die erste und bisher einzige App ist im Apple App Store, die streamt. Das heißt, er lädt nicht die kompletten Sounds auf einmal herein, sondern nur das, was gespielt wird. Dadurch ist es natürlich speicherressourcen schonend. Aus diesem Grund ist es auch nur möglich, dass wir einen hochwertigen Steinway Grand D mit 1,7 GB Sample-Speicher hineinbringen konnten. Das hört man aber auch. Wir haben hier 8 Layer-Stufen, also 8 Abstufungen, volle Aufnahmelänge, also hier wurde nichts geloopt und geht bis zum Ende, 30 Sekunden lang. Umschalten Jazz-Piano, hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder mit dem Sound-Menü oder einfach mit Gestik. Ja? So, wir gehen mal rüber zurück auf das Jazz-Piano und wir haben auch neue Regler erfunden, nämlich wirklich intuitiv bedienbare Regler. Das heißt, kein Gefitzel hier auf irgendwelchen Slidern, sondern anwählen, es öffnet sich ein wirklicher Drehregler, der wirklich wunderbar verwendet werden kann. So. Ja. Wir haben auch ein paar Effekte natürlich eingebaut. Du kannst hier Hall spielen. Auch hier wiederum Intensität, ja, oder in der Kathedrale. Auch die Intensität natürlich wieder regelbar. Wie gesagt, eingangs schon erwähnt, es sollte natürlich ein gutes Master Keyboard sein. Klavier natürlich mit 88 Tasten. Wir haben hier heute das Roland A88. Es hat nämlich recht eine hervorragende Mechanik in der Tastatur. Aber welches du nimmst, bleibt dir selbst überlassen. Wir haben natürlich eine Funktion eingebaut, dass du die Velocity-Kurve hier, also die Anschlagkurve für dein Instrument, für dein Master Keyboard optimal anpassen kannst. Das heißt, je nach unterschiedlichen Keyboard-Typen kannst du hier die Anschlagstärke selbst steuern natürlich. Ne? Auch speicherbar. Gehst auf Save und kannst natürlich dann deine Einstellungen abspeichern in den Presets. Ja? Was haben wir noch integriert? Es ist integriert ein vollwertiger Sequencer. Ja? Das heißt, du kannst hier selbst Aufnahmen machen. Das geht ganz einfach. Du wählst einfach deine Spur an, die du haben möchtest, gehst auf Aufnahme, ja, und los geht's. Wir gehen auf Stopp
und lassen das Ganze abspielen. Ja? Weitere Funktionen. Das Problem bei den meisten Apps ist ja die Latenzzeit, das heißt vom Sound zur Tastatur. Das haben wir jetzt hier in einem eigenen Menü gelöst. Du kannst da selber einstellen hier, wie viel Latenzzeit dein iPad zum Beispiel verträgt. Ja. Ältere Geräte werden aufgrund des Prozessorschnelligkeit wahrscheinlich mit 11 Millisekunden spielen müssen, wobei 11 Millisekunden wunderbar ist. Ich habe hier ein iPad 3, kann hier natürlich mit 5 Millisekunden arbeiten. Das nächste ist, wie viel stimmig polyphon du spielen möchtest. Es gibt hier einen Automatikmodus, ja, der stellt sich hier zum Beispiel ein auf 70 Stereo, 140 Monostimmen, oder du gehst auf den eigenen Modus und probierst aus, wie viel stimmig polyphon du mit deinem iPad oder iPhone spielen kannst. Ich gehe mal hier auf 110 stimmig polyphon in Stereo oder 220 Mono. Mal schauen, was passiert. Ich gehe mal auf Done. Hier zählt er die Voices mit. Ja. Schau, jetzt machen wir was Arges. Wir sind auf 110 und er spielt noch immer natürlich. Ja. Ja. Ja, also auch 220 stimmig oder 110, kein Problem. Ja, man kann dann noch den MIDI-Kanal auswählen, Omni-Mode und die einzelnen MIDI-Kanäle etc. Wechseln wir mal rüber zum Grand Piano, da lädt sich dann das Steinway D. Und jetzt kommt das Interessante, wenn ich die App zumache, spielt sie trotzdem weiter. Unsere Programmierer haben es geschafft, hier ein Multitasking zu schaffen. Und ich öffne zum Beispiel jetzt zeitgleich im Hintergrund das GarageBand, kennt wohl jeder. Ja? Und das hat den Vorteil, unsere App spielt noch immer weiter. Und ich habe hier in GarageBand zum Beispiel mal ein Schlagzeug gestartet. Ja. Ja, und los geht's. Und so weiter. Also. Du siehst, was machbar ist. Wir können unsere App spielen, wir spielen eine andere App zugleich, ja, egal was das ist. Ja, du kannst hier, ich nehme mal hier zum Beispiel von GarageBand hier die Smart Strings, ja wunderbar, mit denen kann man wunderbar improvisieren. Ich nehme mal hier so ein bisschen Improvisation, los geht's. Also, was ist damit möglich? Du kannst jetzt mit mehreren Apps gleichzeitig spielen. Du kannst zum Beispiel auch mit MIDI-Files oder MP3 spielen und spielst unsere Klavier-App dazu. Ideal für Barpianisten, nicht? Alles nur mit dem iPad. Du hast deine Grand Piano-App. Thank you.
Ja, das ist CMP Grand Piano.